Köhler. Herr Köhler, bitte. Ja, hallo zusammen. Nach der Champions League ruft die Liga wieder morgen das Heimspiel gegen Hertha BSC Berlin. Willkommen bei angenehmen Temperaturen hier herinnen zu unserem Pressetalk mit unserem Cheftrainer Jupp Heynckes. Da schaust du, Uli, ne? Herr Heynckes, dürfte Hertha morgen ziemlich sicher doch ein unbequemer Gegner werden? Ja, wenn man über die Hertha spricht, dann muss man sagen, dass es eine sehr kampfstarke, aggressive Mannschaft ist, die sehr diszipliniert spielt und zum größten Teil auswärts sich leichter tut, weil sie haben in Leipzig gewonnen. Das war kurz vor Weihnachten und jetzt kürzlich in Leverkusen. Und ja, deswegen wird es sicher nicht einfach. Sie schlagen auch sehr gute Standards, das habe ich auch gesehen. Und es ist eine Mannschaft, die auch von ihrem Trainer so etwas so geprägt wird, der robust ist, der auch selbst ein sehr kampfstarker und guter Spieler war. Und ja, entsprechend wird die Hertha sich sicher morgen hier in der Allianz Arena vorstellen. Danke, dann eure Fragen bitte, Hanna Reif. Das Hinspiel gegen Berlin war das letzte Spiel, in dem Sie noch nicht wieder Bayern-Trainer waren. Wie war das damals auf der Couch höchstwahrscheinlich? War Ihre Entscheidung schon gefallen? Wie haben Sie das Spiel verfolgt? Nein, die Frage habe ich natürlich erwartet, aber ich wusste nicht von Ihnen. Aber das ist, ich hab das Spiel gesehen. Ich weiß nicht, ob ich es ganz gesehen habe, aber ich habe es gesehen. Und na, die Entscheidung war, ich weiß nicht, ob ich jetzt das richtig sage, aber ich glaube nicht, dass die da schon gefallen waren. Da war ja noch Länderspielpause. Und ich hatte da, glaube ich, noch eine ganze Woche Not. Habe ich Zeit gehabt zu überlegen und um meine Entscheidung zu ringen. Und das war, glaube ich, dann eine Woche später, wo ich mich dann entschieden habe. Ja. Philipp Kessler. Wie schaut es bei den Angeschlagenen aus? Bei Hummels, Boateng, Kimmich, James? Ja, James Rodriguez fällt aus für morgen. Und so wie es aussieht bei Jerome Boateng genauso. Er hatte mir gesagt, dass er schon so leichtes Unwohlsein während des Spiels gegen Besiktas schon gehabt hat. Und er hat da eine Erkältung und dann ist noch so Magen-Darm-Infekt noch hinzugekommen. Gestern Abend haben wir telefoniert, da fühlte er sich schon wieder etwas besser. Aber ich denke, dass er nicht trainieren kann und dass er auch morgen nicht zur Verfügung steht. Bei Mats muss man mal heute das Training abwarten. Er hat ja gestern nur im Fitnessraum bzw. auch im Schwimmbecken ist er gelaufen und muss man mal sehen, er hatte eine sehr starke Prellung und aber ich denke, dass er heute trainieren kann und dass er dann auch morgen mitwirken kann. Also gestern sagte er mir schon, dass es wieder nach der Behandlung besser wäre. Und deswegen hoffe ich, dass er wenigstens spielen kann morgen. Ist bei Joshua Kimmich auch so? Bitte? Ist bei Joshua Kimmich auch so? Ja, der hat eine Wadenprellung. Ja, eine starke Wadenprellung. Das war gestern aber auch schon besser. Er hat genau gestern das gleiche Programm absolviert wie Mats. Und muss man mal sehen, wie er sich vorstellt. Taufik, Kalle. Was wäre Ihnen denn lieber, dass, also gehen wir mal davon aus, der FC Bayern seine Spiele gewinnt und dann der Rest der Konkurrenten, die da oben noch so da sind, wenn man die so nennen will, auch punktet oder dass sie so schnell wie möglich durchhaben, dass der Druck oder dass die Spannung noch ein bisschen minimal aufrechterhalten bleibt, auch in der Mannschaft, oder hätten Sie gerne, dass die anderen Punkte lassen und dass es schnell durch ist mit der Meisterschaft? Also, um ganz ehrlich zu sagen, mache ich mir da überhaupt keine Gedanken. Es kommt, wie es kommt. Also, wir wollen unsere Spiele gewinnen und wie unsere Mitkonkurrenten dann spielen, das wird man sehen.
Ich habe überhaupt keine Bedenken, dass die Mannschaft in der Konzentration und in der Vorbereitung zum jeweiligen Spiel nachlässt, weil da haben wir keinen Grund so. Man hat auch jetzt gesehen, dass Besiktas, dass wir uns anfangs schwer getan haben und dass wir dann im Rhythmus gekommen sind. Und ich denke, dass wir jetzt auch die große Chance haben, ins Viertelfinale einzuziehen. Und somit jeder Spieler natürlich auch wieder auf die dann möglicherweise Auslosung hinfiebert, um dann auch beim Viertelfinale dann auch wieder in Topform zu sein und mitzuwirken. Und deswegen kann es kein Relaxen geben. Das gibt es nicht und das wird es bestimmt auch nicht, wird auch so nicht stattfinden. Uli Köhler. Nun ist es so, dass alle haben auf dieses Champions-League-Spiel hingefiebert, trotz Bundesliga. Das war das erste wirkliche Highlight 2018. Das wurde jetzt souverän gemeistert. Normalerweise ist bei Sportlern ganz normal ein Spannungsabfall da, wenn du darauf hinarbeitest. Tun Sie etwas Spezielles, dass dieser Spannungsabfall jetzt dann auch noch mit dem Gegner Hertha nicht zu groß wird? No, ich weiß nicht, ob ein Spannungsabfall geschehen soll und muss. Das sehe ich vielleicht so nicht ganz. Natürlich ist das immer, Champions League ist schon was Besonderes, das ist ganz außer Zweifel. Nur wir spielen hier vor einem Publikum, ausverkauftes Haus, sehr gute Atmosphäre. Gut, das Klima ist im Moment sicher ungemütlich, das Wetter. Und deswegen muss man sehr viel laufen und darf man nicht stehen, muss man sich immer bewegen. Nein, ich denke auch, dass die Mannschaft in der Liga weiter punkten will, erfolgreich sein will. Und wir haben in dieser Woche keinen freien Tag gemacht. Das ist auch etwas, was psychologisch vielleicht auch dahin tendiert, dass wir so weitermachen wollen. Martin Volkmar. Es hat einige Kommentare gegeben, dass die Äußerungen von einem Robben den Mannschaftserfolg gefährden können. Sehen Sie die Gefahr auch im Blick auf die anderen Härtefälle? Oder auch wenn Sie zurückdenken an 2013, kann es auch positiv sein, weil die Spieler sich bei Ihnen anbieten müssen, wenn so eine Unsicherheit da ist, ob man spielt oder nicht? Na, ich denke, dass das alles überbewertet wird, aber es gibt ja nicht so umfangreiche Themen, die für die Medien, und dass man dann natürlich, wenn man mal was da ist, dass man sich festklammert, und das ist ja auch nachvollziehbar. Und ich finde überhaupt nicht, dass in irgendeiner Weise unser Betriebsklima stört. Im Gegenteil, ich finde, wenn Spieler sehr ehrgeizig sind, auch leidenschaftlich und absolut professionell, dann ist das nachvollziehbar, dass jeder in solch einem Spiel mitwirken will. Und das kennt man aus der Vergangenheit. Das ist jetzt in der Gegenwart ist das genauso, und das wird auch in Zukunft so sein. Und da gehe ich ganz gelassen mit um. Und das ist eher noch motivierend für die gesamte Truppe, weil gesunder Konkurrenzkampf ist immer gut. Ich habe lieber alle Spieler gesund und einsatzbereit, als wir in Gladbach gespielt haben, wo ich zwei Stürmer zusammensuchen musste. Und dann ist mir die jetzige Situation viel lieber. Haben Sie nicht mal gesprochen mit einem Robben jetzt danach? Wir haben immer Kontakt, ja, aber warum soll man sprechen? Darüber jetzt über seine Äußerungen. Was sind das denn für Äußerungen? Ist doch nichts Dramatisches. Uli. Mich interessiert, ich finde es auch generell nicht dramatisch und fand es durchaus in Ordnung. Ich würde aber interessieren, Sie haben am Tag vorher mit ihm gesprochen, hat er uns zumindest erzählt. Wie war Ihr Eindruck? Hat das aufgenommen? Ich verstehe es und bin trotzdem sauer, oder ich bin sauer und kann es aber auch gar nicht verstehen. Das ist ja so die Frage, die einzige, die wirklich relevant wäre. Kapiert das oder kapiert das nicht? Sie erzählen mir auch nicht alles, was zwischen Ihrer Frau und Ihnen zu Hause passiert. Also das ist auch was ganz Intimes innerhalb der Mannschaft. Und ich habe mit Arjen Robben nicht nur
am Montag gesprochen, sondern auch schon vor Wolfsburg, ne, hat er um ein Gespräch gebeten und da haben wir lange gesprochen, sehr gutes Gespräch. Also ich weiß gar nicht, die Aufregung. Ne. Man muss den Spielertypen sehen. Ich habe doch gesagt, das ist einer, der hatte einen Körper, jeder Bildhauer, der würde sich glücklich schätzen, ihn als Modell zu haben, das sage ich Ihnen. Ja, das ist, wissen, aber das fällt nicht vom Himmel, ne, die Fitness und die Muskulatur und der Body, sondern den hat er sich erarbeitet. Und so ist er morgens, wenn er kommt, der ist er schon im Fitnessraum, macht seine Übungen, Fahrradergometer, bereitet sich aufs Training vor. Ne, das ist wie auch einige andere Spieler mittlerweile auch. Ne, und Arjen ist in dem Fall ist er ein Vorbild, auch für die anderen, für die jungen Spieler. Und deswegen, nein, alles bestens. Klaus Bergmann, hier links. Hat Rotation auch aus Ihrer Sicht irgendwelche Nachteile, Probleme? Sie haben im Moment nicht so, Sie haben viele Spieler, aber Sie haben nicht viele Spiele. Mhm. Nur einmal die Woche. Wir wären wahrscheinlich anders lieber, wenn es so... Ja, man muss schon darauf achten, es gibt einfach Spieler, die ja, es lieber haben, einen kontinuierlichen Rhythmus zu haben. Es gibt viele Spieler, denen macht das nicht so viel aus, wenn die mal so vier Tage vorher dann nicht mitwirken. Und so muss ich selektieren und das muss ich, glaube ich, schon berücksichtigen. Da habe ich mir schon Gedanken drüber gemacht. Ist da auch gerade positionsspezifisch. Man kennt das ja auch so bei Turnieren. Hinten wechselt man sehr wenig, eher vorne ist es leichter mit Offensivspielern eben auch, weil die eher in 20 Minuten, die sie reinkommen, noch irgendwas machen können, als Abwehrspieler zu tauschen. Ja. Hat das also mit den Positionen noch zu tun? Ja, ich finde eher, das hat mit dem Spielertypen was zu tun. Ne? Es gibt Spielertypen, die sind sofort im Spiel, sie brauchen, die können auch mal eine Woche nicht gespielt haben. Und wiederum für andere ist das besser, wenn sie dann vorher ihren Rhythmus haben. Und das ist etwas, wo ich auch drüber nachgedacht habe, was ich auch berücksichtige. Aber das ist sehr unterschiedlich. Und wichtig ist eben die allgemeine Fitness der Spieler und dass man eine homogene Mannschaft auf dem Spielfeld hat. Das heißt, dass die Automatismen vorhanden sind, dass die Abstimmung da ist. Ne, zum Beispiel Thomas Müller sagt, ja, mit Arjen, wir spielen jetzt schon, was weiß ich, 7, 8 Jahre zusammen und wir stehen uns schon blind. Und das ist etwas, was gewachsen ist. Ne? Und tagtäglich im Training muss man immer diese Dinge, die Angriffsschemen und Spielzüge und Spieleröffnung und alle diese Dinge muss man trainieren. Das muss man immer wieder verinnerlichen. Und deswegen ist es sicher dann auch gut, wenn auch mal Mannschaftsteile dann zusammenspielen, obwohl sie haben recht, in der Defensive ist es ja auch ein bisschen bequemer als im Mittelfeld und vorne im Sturm. Da muss man sich ja immer mit den Kleiderschränken da rumschlagen. Hinten und da wechselt man eigentlich weniger und im vorderen Mittelfeld und vorderen Bereich schon mal öfter, weil das die Abnutzung größer. Das werden Sie morgen Abend feststellen. Oder morgen Nachmittag. Taufik. Der Rhythmus, um beim Rhythmus zu bleiben, bei den Trainerauswürfen ist in der Bundesliga sehr hoch. Sandro Schwarz, wenn der fliegen würde, wäre schon die Nummer 12 in Mainz. Warum soll der fliegen? Der gewinnt doch. Scheinbar wackelt er da schon so ein bisschen. Und was mich jetzt interessieren würde, hat sich das verändert, diese Situation? Ist das Geschäft schnelllebiger geworden? Bekommen die weniger Chancen, die Trainer, was aufzubauen? Na, ich denke, dass die Diskussion, die hat es ja schon immer gegeben und ich finde, dass auch in der Vergangenheit, was weiß ich, jedes Jahr 6, 7 Trainerentlassungen da waren und natürlich leben wir in einer wahnsinnig schnelllebigen Zeit und keiner hat mehr Geduld und Zeit und vor allen Dingen finde ich, wenn man einen Trainer verpflichtet, muss man sich vorher Gedanken machen, was bekomme ich? Welchen Trainer bekomme ich? Intern,
Wie arbeitet er, wie trainiert er, wie kommuniziert er mit der Mannschaft, wie kommuniziert er extern. Und da gibt es ja, viele Dinge, die man berücksichtigen muss. Und ich finde, da ist sicher manchmal das Kriterium nicht so optimal, wie es sein müsste. Und sind die Zeiträume auch kürzer geworden, dass man weniger geduldig ist? Ja, aber geduldig war man eigentlich nie. Nur das ist... Wir leben heute in einer Zeit, wo, das wissen Sie ja, mit Online, die Printmedien merken das ja immer noch am meisten. Ne? Obwohl ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin bestimmt oldschool, ich habe gerne mal eine Zeitung, die ich dann am Tag lese, ne? Und nicht nur online gehe und da nachschaue. Aber das ist die Zeichen der Zeit und so ist es im Fußball und auf dem Trainerstuhl genauso. Und ich finde nicht, dass sich viel verändert hat, aber die Zeit ist rasanter, schneller, schnelllebiger. Uli? Beim FC Bayern kann es gar nicht so gut laufen, dass nicht irgendwann trotzdem nochmal Nebenthemen aufkommen. Jetzt hat Robert Lewandowski den Berater gewechselt, obwohl er einen Vertrag hat bis 2021. Und wenn man Robert Lewandowski auch in der Historie so sieht, sieht so aus, als würde er nur aufgrund dieser Tatsachen vielleicht doch nochmal wechseln wollen. Ärgert Sie das, dass das jetzt gerade in dieser Phase einfach ein Diskussionspunkt ist, egal was da jetzt dann dran ist? Ja, aber das ist Ihre Interpretation. Ich denke, es ist ja nur erlaubt, dass ein Spieler mal seinen Berater wechselt, aus welchen Gründen noch immer jetzt, gerade um diese Zeit. Das kann ich nicht beurteilen. Aber das bedeutet doch im Moment überhaupt nichts. Das, der FC Bayern, so wie ich auch die Verantwortlichen kenne und sie gehört habe, dann wollen sie natürlich nicht, ist der FC Bayern kein Verkäufer seiner Spieler, sondern die Top-Spieler, die er hat, die will er halten und wird er auch halten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es da eine Chance gibt. Hanna nochmal. Letzte Woche haben Sie festgelegt, dass Thiago spielen würde. Wie geht es denn bei Ihnen weiter? Wie weit ist er schon? Wie wollen Sie weiter von fahren? Sie können meine Gedanken lesen. Ja, ich möchte natürlich Thiago ranführen, das ist ganz klar. Ne? Und, aber ich habe mich noch nicht endgültig entschieden. Aber das ist er braucht Minuten, genauso wie ich das mit Franck Ribéry auch gemacht habe, nach seiner Verletzung, dass er, ich glaube, dreimal eine Stunde gespielt hat. Und das wäre sicher im Falle Thiago, wäre das auch wünschenswert. Aber ich muss die Mannschaft insgesamt zusammenstellen und dann werde ich die finale Entscheidung treffen. Dann haben wir noch drei Fragen noch. 1, 2, 3. Taufik, bitte. Mal was Fußballfremdes. Wintersport, Olympia geht zu Ende. Ging das total an Ihnen vorbei oder haben Sie morgens mal am Aufstehen mal im Fernsehen, es lief ja alles so zu nächtiger Stunde, nachts vielleicht einen Abfahrtslauf angeguckt, wenn Sie nicht schlafen konnten? Nachts? Nee. Tut gar kein Wintersport. Ich kann gut schlafen, doch. Das interessiert mich. Olympische Spiele, Sommer oder Winter, das hat mich immer interessiert. Und ich finde, das sind insgesamt der deutschen Olympiamannschaft grandiose Leistungen. Also da kann man nur Chapeau sagen, weil wenn man auch die Witterungsbedingungen noch sieht, die Kälte bis zu minus 15 Grad und wenn man dann in der Loipe ist, dann ist das ein Kampf mit sich selbst. Und wenn die Biathleten, wenn sie dann noch mit dem Gewehr noch schießen müssen. Also ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor. Und deswegen, das sind bewundernswerte Leistungen, die Athleten gebracht haben. Und das Schöne ist auch, wenn man sieht, wenn so Überraschungssieger da sind, wie die Athleten sich freuen. Weil wir Sportler wissen ja, dass jahrelange Arbeit steckt dahinter. Ne? Und täglich sich 4, 5 und noch mehr Stunden schinden und dann ist das der verdiente Lohn. Und das Schöne ist eben, wie solche Athleten freuen. Das ist traumhaft. Und deswegen interessiert mich das schon. Wenn ich kann, sitze ich vor dem Fernseher oder ja, bin dann online. Entschuldigung. Oder lese ich morgens die Zeitung. Ne? So, zum Beispiel Menschen am Merkur und andere natürlich. Andere, David Fairhoff. Eigentlich, was mich würde interessieren, Sie wurden ja von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge auch sehr viel gelobt, dass Sie den Umbruch schaffen wollen, dass Sie junge Spieler einbauen.
Mich würde interessieren, wie ist Ihr langfristiger Plan mit Arjen Robben und Franck Ribéry? Ist es eher, dass Sie den beiden sagen, ihr seid meine edelsten Joker, die ich je in meinem Leben wahrscheinlich hatte, aber der Coman muss zum Beispiel von Anfang an spielen? Oder sagen Sie, wir geben euch ein Spiel, dann spielt Coman ein Spiel, mehr auf 90 Minuten ausgelegt? Also wie ist da so Ihr Plan? Nein, ich denke, dass als Trainer hat man ganz andere Gedanken. Nein, das ist Besiktas war eine Momentaufnahme, das war das Spiel, das erste Champions League-Spiel im neuen Jahr und mehr auch nicht. Und ich habe gestern schon in einem großen Interview mit einer großen Boulevardzeitung mich geäußert, dass wir in dieser Saison noch sehr viel Freude an Arjen Robben und Franck Ribéry haben werden und dass das noch sicher ganz wichtige Spieler werden und das sind Spieler, die in den letzten, ja ich würde, Frank ist ja 10 Jahre, Arjen glaube ich 8, ihm auch hier die Geschicke des Vereins mitgeprägt haben, große Erfolge gefeiert, maßgeblich noch an den Erfolgen beteiligt waren und deswegen dürfen sie nie den Fehler machen, schon irgendwelche Planungen vorauszuhaben, das mache ich nicht. Im Gegenteil, ich lebe immer in der Gegenwart und weiß, dass die Spieler noch ganz, ganz wichtig sind für unser Team und auch für die nächsten Wochen und Monate. Dass Sie eben auch nicht irgendeinen Plan mit den beiden entwickelt, dass man zum Beispiel, wenn man mit ihnen noch ein Jahr weitermachen will, dass sie sich dann auf die Bank setzen müssen, in Anführungsstrichen erstmal, oder hinten anleihen müssen, hinter einem Kommando, der sehr gute Leistung hat. Solche Überlegungen gibt es bei mir nicht, weil das ist aus der Erfahrung wäre das ganz falsch. Letzte Frage, Martin. Wichtig ist ja auch, dass außer dem FC Bayern noch 2 weitere Vereine international dabei sind. Wie sehen Sie jetzt, wie haben Sie gesehen, Dortmund und Leipzig haben ein bisschen Glück gehabt gestern. Jetzt kam gerade die Auslosung, Leipzig spielt gegen St. Petersburg, Dortmund gegen Salzburg. Wie sehen Sie da die Chancen und die Leistung von den Mannschaften im Wettbewerb in der Oberliga? Ja, St. Petersburg, ohne dass ich jetzt Salzburg unterschätze, ne, das ist ja schon das Schwerere, glaube ich schon. Aber das sind zwei Mannschaften, Leipzig, die in den letzten 1,5 Jahren einen rasanten Aufstieg vollzogen haben. Das heißt, zwar vorher auch von der dritten, glaube ich, oder vierten Liga bis in die erste Vizemeister und dann die Champions League gespielt haben und das ist eine Mannschaft, die auch für die Zukunft sehr viel verspricht und Leipzig traue ich auch zu, noch eine Runde weiterzukommen und vielleicht auch, was weiß ich, Halbfinale irgendwann und im Finale. Und Dortmund hat sich konsolidiert, sie haben vielleicht gestern nicht gut gespielt, aber das gehört einfach auch dazu, dass man dann das Glück hat oder das Glück erzwingt, um eine Runde weiterzukommen. Und ich finde, beide Mannschaften haben die Chancen, auch wieder eine Runde weiterzukommen. Und ich finde, für den deutschen Fußball wäre das auch wünschenswert und auch gut. Aber sie haben auch das Potenzial dafür. Haben Sie sich die beiden Spiele angeschaut? Ich habe in meinem Hotel auf Konferenz eingeschaltet. Ich kann Ihnen ja das sagen. Ich wollte schon anrufen und sagen, dass Sie das umlegen sollen, da, aber dann habe ich mal Konferenz mal geschaut und die goldene Kamera. Schöne Schlusswort. Christiane Hörbiger, meine Lieblingsschauspielerin. Das ist, und von meiner Frau. Ja, das ist traumhaft, die Frau. Vielen Dank. Danke, Herr Pein. Alles danke euch. Sehen wir uns morgen in der Arena. Thank you.